Muss man sich jetzt auch keine Gedanken drüber machen, glaube ich. Also ich zumindest nicht, ihr vielleicht schon. Eine Mannschaft, die unbequem ist, unangenehm spielt, ähnlich so vom Ansatz her wie Bochum, viel auch über zweite Bälle kommt, viel Wucht im Spiel hat, andere Grundordnung als Bochum auch. Finde ich nochmal eine andere Qualität, auch in der Breite des Kaders, nochmal eine andere Qualität. Wir müssen uns schon darauf einstellen, dass da ein Gegner kommt, der uns eben, wie gesagt, in viele Zweikämpfe verwickeln will. Da kommt es sehr darauf an, die richtigen Räume zu öffnen, das richtige Timing zu haben und auch unter sehr, sehr viel Gegnerdruck, ja, weil eben, wie gesagt, in der Regel wenig im Raum verteidigt wird. Na, was uns für ein Spiel erwartet, das wissen wir, dass es das emotional werden kann, dass es das eben viel auch um Zweikämpfe geht. Und das ist keine Überraschung. Das ist aber auch jetzt nicht so, weil Werder gegen Augsburg spielt. Nee, ist mir aber auch schon aufgefallen, dass wir relativ wenig Unentschieden haben. Kann ich nicht so recht an irgendwas festmachen. Was trotzdem so ist, dass wir echt auch eigentlich sehr viele enge Spiele haben. Also ist ja auch so, dass man jetzt nicht sagen kann, bei uns ist entweder immer hopp oder top, also entweder wir gewinnen hoch oder wir kriegen richtig auf die Mütze, sondern viele Spiele sind einfach eng. Also die Wahrscheinlichkeit auf ein Unentschieden ist dann bei einem Torunterschied meistens gar nicht so gering. Warum das jetzt bei uns so selten vorgekommen ist in der Saison, kann ich eigentlich nicht sagen. Muss man sich jetzt auch keine Gedanken drüber machen, glaube ich. Also ich zumindest nicht, ihr vielleicht schon. Also es sind viele Sachen, die da mit einfließen und am Ende ist es so, weil eben alle den Anspruch haben, auch zu spielen und den auch in einer gewissen Phase zumindest der Saison schon mal gerechtfertigt haben, wo sie von Beginn an gespielt haben, wo sie gute Spiele gemacht haben, ist es klar, dass am Ende des Tages ja das immer auch dann enttäuschte Gesichter geben wird, wenn es so lange es so ist. Aber ich finde, dass wir dort insgesamt jetzt sehr ausgeglichen besetzt sind, eine ausgeglichene Konkurrenzsituation haben und am Ende muss sich jeder Spieler immer dann auch dem Teamgedanken fügen und am Wochenende dann auch seine Rolle annehmen. Aber es ist trotzdem ein sehr offenes Rennen und es sind auch viele schwierige Entscheidungen, die wir da zu treffen haben. Es ist nicht jede gelbe Karte, die man kassiert, immer automatisch eine schlechte. Manche muss man auch kassieren und da waren bei Amos auch ein paar Dinge dabei, wo wir sagen, da war das halt ein gutes Foul, weil es ansonsten eben sehr gefährlich geworden wäre. Es gibt auch das eine oder andere unnötige Foul sicherlich, das wir machen, das auch Amos gemacht hat, das zu einer gelben Karte führt. Das sind natürlich Dinge, die wir schon thematisieren. Man versucht sich immer zu verbessern, aber das ist jetzt nichts, was wir als großes Drama ansehen, zumal wir eben halt auch auf der Position, die letzte Woche haben es ja gezeigt, auch Sperren immer mal wieder kompensieren können. Blöd ist, wenn dann zwei, drei Jungs auf einmal ausfallen würden. Bei Mitch sieht es gut aus, also zumindest besser als in den Vorwochen. Hat jetzt gestern wieder mit trainieren können, heute wieder mit trainiert. Deshalb steht er in Augsburg zur Verfügung. Ja, was heißt Risiko? Ist einfach die Überlegung, wenn jetzt ein Spieler ja, 2,5 Wochen raus war, ob man jetzt ihn direkt von Beginn an bringt oder ob man vielleicht ihn im Laufe des Spiels bringt. Das ist die Überlegung, die wir noch anstellen müssen, die wir vor uns jetzt auch noch nicht beantwortet haben. Aber ja, vom Fuß her ist es jetzt so, dass er da ja, sich wieder gut fühlt. Felix Agu wird weiter fehlen, Manuel Baum wird fehlen, Dikeni Salifu wird fehlen. Niklas Stark ist krank, müssen wir gucken, ob es noch reicht. Und ansonsten stehen uns alle zur Verfügung. Es ist einfach so, dass er sich ja, erkältet fühlt, schlapp fühlt, ein bisschen Fieber hatte und deshalb jetzt die letzten beiden Tage nicht trainieren konnte.